Ja, hallo ihr Lieben, schönen guten Tag. Zunächst mal vielen herzlichen Dank für die riesen Akzeptanz meines Videos zur Brettlikofe. In 3 Jahren über 3500 Mal, also mehr als 3 Mal pro Tag wurde es geklickt. Da freue ich mich sehr, dass das Interesse so groß ist. Gerade weil das Interesse so groß ist. Gerade deshalb möchte ich gern einige Aktualisierungen euch zeigen, einige Dinge zeigen, euch zeigen, die mir inzwischen aufgefallen sind und die zu beachten sind, wie wir die Brettlikofe noch intensiver nutzen können. Euch ist die Brettlikofe bekannt. Einige kennen die schon ziemlich genau, nur mir ist aufgefallen, interessanterweise, viele kennen sie nicht. Und deshalb möchte ich euch jetzt dieses ein Stück weit näher bringen, insbesondere auch, welchen Nutzen du daraus ziehen kannst, wie du die Erkenntnisse über den Stand der Brettlikofe für dein Unternehmen und für dich nutzbar machen kannst. Nun, was ist die Brettlikofe? Ein Mr. Berlin Bradley hat vor einigen Jahren ein Persönlichkeitsmodell von Stephen Covey genommen, hat es auf Unternehmensorganisationen übertragen. Er hat 4 Kategorien gebildet, das mal zunächst theoretisch gemacht und hat dann daraus dieses in der Praxis verifiziert durch die Untersuchung von über 2000 Unternehmen in den USA. Es wird der Zusammenhang dargestellt zwischen dem Unfallgeschehen auf der einen Seite und der Art der Ausprägung der Unternehmenskultur auf der anderen Seite. Und das ist das Spannende, das ist das Interessante. Übrigens auch in meinem Buch Kulturwandel ist die Brettlikofe ausführlich beschrieben. Was habe ich da gemacht? Das ist ja eine amerikanische Studie. Ich habe dieses in unsere deutsche Kultur übertragen und für uns so hinterlegt, gedanklich hinterlegt, dass wir einen hohen praktischen Nutzen daraus haben. Ich zeige dir jetzt die Brettlikofe, du siehst das Bild dann eingeblendet. Wir haben es mit 4 Kategorien zu tun. Die Kategorien unterscheiden sich, da hat eine bestimmte Einstellung geherrscht. Sie hat ja eine Basis, eine Grundlage, bestimmte Art von Aktivitäten wird ausgeführt, Verantwortung auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen. Und ich habe noch so einen Punkt ergänzt, was sagt denn so die Stimme des Volkes? Also was sagen so die Mitarbeiter mit 1, 2 Schlagworten zum Stand der Arbeitssicherheit? Wir gehen von links nach rechts vor. Links sind die Unternehmen mit den meisten Unfallzahlen, rechts sind die mit den geringsten Unfallzahlen. Zunächst erste Kategorie, die schlechteste, dort war die Einstellung, na, Unfälle sind ganz normal. Der Volksmund sagt bei uns, wo geholt wird, da fallen Späne. Ganz einfach, wir haben es mit Erwachsenen zu tun. Die Erwachsenen, ja, die können auf sich selber aufpassen. Also die in der ersten Kategorie sagen, kannst du einem Erwachsenen nicht sagen, wie er eine Treppe zu begehen hat, dass er Handlauf benutzen soll, dass er jede Stufe benutzen soll, dass er nicht telefonieren soll. Das weiß er doch, das ist doch lächerlich. Ja, Aktivitäten eher keine, wenn, dann macht es die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Hier steht FASI, das kurz, die Abkürzung für Fachkraft für Arbeitssicherheit. Verantwortung, naja, gerade so eher nicht, wird minimalistisch alles gemacht. Unterweisung ist Unterschrift, einholende Unterschrift, einmal im Jahr, kurz vor Silvester. Stimme des Volkes, die Leute sagen, es interessiert niemand, niemand will es. Ich glaube, wir können uns vorstellen, dass es dort viele Unfälle gibt. Wenn wir von der ersten Kategorie sprechen, da geht es nur um Absicherung. Das ist das einzige Ziel. Das heißt also in der Unterweisung, die Unterschrift, das Wichtigste, da weißt du genau, das ist ein Zeichen von erster Kategorie. Ich glaube, das können alle nachvollziehen. Für mich sehr interessant, was auch noch ein Anzeichen für die erste Kategorie ist, es werden verschiedentlich und immer mehr, in immer mehr Firmen, computerunterstützte Unterweisungen, also wo im Grunde ein Text vorgelesen wird, wo im Grunde du dann Fragen beantworten musst, wo man nicht mehr das Gespräch face to face hat, wo eben nicht mehr Wirkung von Menschen auf Menschen erzielt wird, wo man versucht, Wirkung ja über den Inhalt zu erzielen. Und Leute,
Das ist etwas sehr Problematisches. Ich bin ja nicht komplett dagegen. Nein, das ist sicher sinnvoll, wenn wir bestimmte Basics vermitteln wollen. Ja, aber auch dort ist das Ziel Absicherung. Denn du kannst mit einem Tastendruck kannst du sehen, ich habe es gemacht oder nicht gemacht, ist abgesichert, ist nicht abgesichert. Ich bitte, folgenden Punkt zu beachten. In jedem Gespräch, in jeder Unterweisung geht es im Grunde darum, dass wir eine angemessene, eine in unserem Sinne positive Wirkung bei unseren Gesprächsteilnehmern, bei den Unterwiesenen erzielen. So, und die Wirkung wird eben ja, in mehreren Ebenen erzielt. Da gibt es einmal die Ebene des Inhalts, dann Wirkung zwischen Menschen, die Ebene der Kraft des Klangs der Stimme und die Ebene der Körpersprache. Seht ihr bei mir hier, mein Körper spricht und bringt eindeutig Botschaften zum Ausdruck, die das unterstützen, was ich in der Betonung und im Inhalt sage. Ich möchte euch auf folgenden Punkt deutlich aufmerksam machen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben die drei Wirkungsebenen: Inhalt, Stimme und Körpersprache. Es gibt da viele Studien dazu. Ich weiß, gibt es viel Kritik, nur alle haben eines gemeinsam. Der Inhalt als solcher erzeugt relativ wenig Wirkung. Den Löwenanteil an Wirkung erzeugt die Aufbereitung des Inhaltes. Also das heißt, die Energie, die Dynamik im Körper, die Kraft im Körper, die Kraft und die Energie in der Stimme. Dadurch wird der Inhalt transportiert. Jetzt, was macht die computergestützte Unterweisung? Naja, sie reduziert die Wirkung eben auf den Inhalt. Und das ist aus meiner Sicht das Problematische. Zweite Kategorie. Das war die Einstellung, null Unfälle sind unrealistisch, nur man kann was tun. Unfälle sind nicht allein Gott gegeben. Wir brauchen Regeln. Wir müssen die Regeln überwachen. Und wer Regeln verstößt, kriegt Kick in die S. Es wird also geführt mit Angst vor Bestrafung. Das war in Teilen schon erfolgreich. Unternehmen, die diesen Kulturentwicklungsstand haben, haben deutlich weniger Unfälle als die in der ersten Kategorie, nur eben auch immer noch ziemlich viele. Aktivitäten im Management, die machen die Regeln, die überwachen. Verantwortung liegt beim Management und die Leute sagen, das Volk sagt, die da oben wollen es, weil die es wollen, müssen wir es machen. Ich glaube, wir wissen, der entscheidende Kick in der Bradley-Kurve ist der Übergang von der zweiten in die dritte Kategorie. Warum ist das so? Naja, bis in die zweite Kategorie machen es die Leute fremdgesteuert, weil sie es müssen. Und ab der dritten Kategorie machen sie es aus der Erkenntnis heraus initiierend selbstgesteuert. Und jetzt ist etwas ganz wichtig und das möchte ich mit großem Nachdruck sagen. Warum? Weil ich in vielen Unternehmen erlebe, dass da Riesenfehler gemacht werden. Gerade auch von Sicherheitsleuten riesige Fehler gemacht werden. Also, bis zur zweiten Kategorie haben wir einen ganz klaren Top-Down-Prozess. Ist völlig klar. Und da hilft es, von oben Druck aufzubauen. Wenn du im Sumpf des Schlechten bist, dann brauchst du klare Ansagen. Das heißt also, in die zweite Kategorie kommen wir, auch indem wir Druck aufbauen und mit klaren Ansagen und Fehler aufzeigen. Also ein Rundgang in der zweiten Kategorie, der hat hier das Papier und den Stift und werden alle Fehler aufgeschrieben. Und dann publiziert. Das gefällt natürlich niemand, ist schon klar, aber macht ja auch Sinn, um Fehler dann auch abstellen zu können. Das ist alles richtig bis zur zweiten Kategorie. Wenn du in die dritte Kategorie willst, Leute, dann versagen diese Methoden. Ich drücke es mal anders aus. Rundgänge, die auf Fehler fokussieren, Systeme, die auf Top-Down-Mechanismen fokussieren, Systeme, die auf Druck fokussieren, diese Systeme führen dazu, dass wir unsere Kultur ja geradezu manifestieren in der zweiten Kategorie. Das heißt, wenn du weiterkommen willst, dann musst du erkennen, dass jetzt ein anderer Stil gefordert ist. Jetzt ist Inspiration gefordert. Jetzt ist gefordert, die Leute ja zum Eigeninitiativen Mitdenken zu gewinnen. Und das ist ganz entscheidend. So wie gewinnst du jemanden zum Mitdenken, indem du ihm sagst, welchen Mist er baut? Nein. Du gewinnst die Menschen zum Mitdenken, indem du ihnen sagst, worauf sie stolz sein können, was sie gut gemacht haben.
Überleg dir mal Folgendes. Mach mal einen Rundgang mit einem Mindset, der auf das Positive fokussiert. Achte mal bewusst und gezielt auf das Positive. Sag das den Leuten. Wenn du was Negatives siehst, sagst du das auch. Das ist ja völlig klar. Es wäre ja quasi Dummheit, to turn a blind eye on it, sagt man auf Englisch, und Fehler nicht zu sehen. Nur es geht in erster Linie darum, dass wir die Dinge positiv sehen und die ansprechen, dann die Menschen gewinnen, von sich aus auch auf die anderen Punkte zu achten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dritte Kategorie. Dort war die Einstellung, null Unfälle sind möglich. Mal für eine Woche, für einen Monat, auch für ein Jahr. Es geht nicht alleine durch Regeln. Es geht nur, indem wir die Menschen sensibilisieren, sie bewusst machen, ihnen klar machen, es geht auch um dich, um deine Gesundheit. Bitte achte auf dich, ist die zentrale Botschaft. Wir machen doch das ganze Primborium nicht für die Firma, sondern dafür, dass du wieder gesund nach Hause kommst, am Abend deine Rente gesund erreichen kannst. Sehr viele persönliche Aktivitäten, Gespräche jeden Tag über Arbeitssicherheit, um einfach die Sensibilität zu schaffen. Verantwortung liegt bei jedem im Sinne von Selbstverantwortung. Das Volk sagt, es ist für mich, es ist mein Thema. Die vierte Kategorie, die erfolgreichste Kategorie. Dort war die Einstellung ein wenig verändert. Null Unfälle sind eine Verpflichtung, eine unternehmerische Verpflichtung. Es kann doch niemals sein, dass wir Gewinne machen zu Lasten der Gesundheit unserer Leute. Das kann ich mit meiner Ehre als Unternehmer, als Führungskraft, als Einflussnehmer nicht in Einklang bringen. Deshalb Gesundheit und Arbeitssicherheit ein Wert, gleichrangig wie andere Werte auch im Unternehmen. Dort herrschen zwei Regeln. Erste Regel, im Zweifel hat immer Arbeitssicherheit Vorrang. Zweite Regel, keine Arbeit ist so eilig, dass sie nicht auch sicher getan werden kann. Mehr brauchst du nicht. Da ist alles enthalten. In der vierten Kategorie sagen die noch, wir brauchen einander. Also man vergisst schon mal den Handlauf auf der Treppe. Jetzt brauche ich einen Kollegen, der mich darauf hinweist. Das heißt, das Spezifikum in der vierten Kategorie ist, die Leute achten aufeinander. Die helfen einander. Die sind sich gegenseitig so wertvoll, das Unternehmen ist ihnen so wertvoll, dass sie Schaden von Menschen und vom Unternehmen abwenden wollen. Deshalb werden Fehler nicht akzeptiert. Kollege A achtet auf Kollege B und umgekehrt genauso. Nicht nur Management auf Mitarbeiter, sondern jeder achtet auf jeden. Und ist doch klar, wenn ich auf den Kollegen achte, achte ich automatisch auch auf mich. Es geht ja nicht, dass ich den für einen Fehler anspreche, den Fehler mache ich selbst auch. Aktivitäten, viele Team, viele gemeinschaftliche Aktivitäten, Verantwortung nimmt jeder für sich und für andere wahr. Das Volk sagt, ist es für uns, ist es unser gemeinsames Thema. Ja, zur vierten Kategorie können wir noch sagen, in der vierten Kategorie bildet so quasi das Thema Arbeitssicherheit die Klammer, die uns zum Team macht, die uns zur gemeinsamen Firma macht, die Klammer, die uns verbindet. Und das ist der entscheidende Punkt. In einem anderen Video habe ich euch gezeigt, die Gallup-Studie, die ja so dreiteilt, also eine Dreiteilung hat, highly engaged, not engaged, actively disengaged people. Und in der vierten Kategorie hast du eine überproportional hohe Anzahl von highly engaged people. Die sind so engagiert, die sind so identifiziert, dass sie jeden Schaden vom Kollegen und von der Firma abwenden möchten. Deshalb achten die auf sich selbst und auf andere, und zwar vollautomatisch. Und das ist das, was ein Unternehmen in der vierten Kategorie ausmacht. Und jetzt können wir unschwer erkennen, dass natürlich dieser Mindset nicht nur zur Arbeitssicherheit führt, sondern gleichermaßen zur Qualität und zur Produktivität. Und deshalb gilt auch meine Aussage, dort, wo die Kultur stimmt, stimmen Arbeitssicherheit, Qualität und Produktivität. Jetzt seht ihr hier eine Skala eingeblendet, Selbsteinschätzung von 1 bis 12, über die vier Kategorien hinweg, jeweils drei Unterteilungen pro Kategorie. So Leute,
Jetzt zeige ich euch was total Spannendes. Das ist super interessant. Und zwar, ich lasse in meinen Seminaren und Workshops Führungskräfte oft ein Self-Assessment machen anhand der Bradley Curve. Wir haben ja die vier Kategorien, dunkelrot, rosa, hellgrün und dunkelgrün als vierte, als beste Kategorie. Jeweils in drei Schritte unterteilt, sodass wir 12 Einschätzmöglichkeiten haben. Jetzt stelle ich Ihnen zwei Fragen. Erste Frage, hier stehen die beiden Fragen. Wie schätzt du die Mitarbeiter vor Ort in deinem Bereich ein? Also was glaubst du, bei welcher Ziffer stehen die Leute vor Ort in deinem Bereich? Dann die zweite Frage, die findest du hier. Wie glaubst du, schätzen die Mitarbeiter vor Ort ihre direkten Vorgesetzten ein? Und das ist total spannend. Jeweils Skala von 1 bis 12 und ich habe euch jetzt hier ein Ergebnis gezeigt. Das ist in einem Werk bei einem meiner Kunden im letzten Jahr so entstanden. Und ich will euch jetzt ein wenig etwas zeigen zu diesem Ergebnis. Wir können hier einige wichtige Punkte erkennen. Zunächst mal sehen wir, das ist extrem heterogen. Das heißt, eine extrem große Spreizung, teilweise vierte Kategorie, teilweise Beginn zweite Kategorie. Das ist ein Signal dafür, in diesem Werk wird nicht geführt. Da macht jeder quasi, was er will. Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und in der Tat, der Werkleiter dort ist ein ganz netter Mensch, netter Kerl, der jeden laufen lässt, der bei keinem Fehler einschreitet. Dann sehen wir hier unten diese, wenn wir so eine gedachte Diagonale ziehen hier durch. Das sind ganze Menge rechts von der Diagonale, diese, die ich jetzt hier markiere. Und die sind kritisch. Warum sind die kritisch? Naja, das sind die Mitarbeiter vor Ort weiter als aus deren Sicht die direkten Vorgesetzten. Das heißt, diese können beim besten Willen keine Führung wahrnehmen. Die hinken quasi hinterher. Also, und da wäre ganz entscheidend wichtig, dass die sich klar machen, was können wir tun, um eine andere Wirkung auf unsere Mannschaft zu haben. Wenn das jetzt die Vorgesetzten mit denen sind, ist es entscheidend wichtig, dass ich mit denen ins Gespräch gehe und sage, okay, was könnt ihr tun, um eure Schichtleiter oder Teamleiter oder Vorarbeiter, wer auch immer das ist, so zu justieren, dass die zukünftig einen anderen Mindset entwickeln. Ich möchte noch auf einen dritten Punkt hinweisen. Das ist der, der hier oben ist. Also Führung bei 9, Mitarbeiter bei 3. Entweder ist der total abgehoben, also seinen Leuten ewig enteilt und die nehmen ihn gar nicht mehr ernst. Oder, ja, das ist der Punkt, der ist wahrscheinlicher, er ist selber bei den Besten, aber hat es nicht geschafft, die Leute mitzunehmen. Das heißt, dieses Voting ist, wenn man so will, Ausdruck der eigenen Führungsunfähigkeit. Jetzt seht ihr, wie interessant das ist. Da kann man also viele Erkenntnisse gewinnen daraus, wenn man so ein Self-Assessment macht. Und das empfehle ich euch, macht es in euren Unternehmen, in euren Werken, mit euren Leuten genauso. Ihr werdet interessante Ergebnisse erzielen, die euch dann direkt neue Handlungsansätze geben. Macht mal diese Selbsteinschätzung. Ich bin gespannt, wie das bei euch aussieht. Und ihr könnt mir gerne auch ein Feedback geben und mit mir dann in Dialog kommen, was ich euch empfehle, wenn ihr, je nachdem, auf welcher Kategorie ihr steht, wie ihr euch selbst einschätzt, wie die Leute euch einschätzen, dann können wir da gerne in den Dialog kommen. Nochmal mein Hinweis, mein Blog. Da ist das auch ausführlich erklärt. Wenn ihr wollt, ich veröffentliche einmal im Monat unter der Überschrift Akademiewissen, aktuelles Seminarwissen, könnt ihr euch auch auf meiner Website hier anmelden und kostenlos eintragen. Mittlerweile über 4.500 Leser gibt es da, denen das mehrheitlich gut gefällt, wie mir die E-Mails zeigen, die sie mir zurückschicken. Jetzt fasse ich nochmal zusammen. Bradley Curve. Je weiter rechts, umso zukunftsfähiger das Unternehmen. Je weiter rechts, umso höher sind Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl der Belegschaft. Je weiter rechts, umso höher ist dementsprechend Motivation und Engagement in der Belegschaft. Je weiter rechts, umso veränderungsbereiter ist die Unternehmenskultur. Je weiter rechts, umso zukunftsfähiger ist die Unternehmenskultur. Eine Bitte habe ich. Bitte erst ab der dritten Kategorie
über einen Sicherheitsbeauftragtenwesen nachdenken, nicht vorher. Viele machen es zu früh, dann werden die Leute verheizt, die verbrennen, weil die Kultur noch nicht reif ist. Und bitte auch erst ab der dritten Kategorie über einen Prozess der Anwesenheitsverbesserung nachdenken. Viele machen es schon vorher, die führen Rückkehrgespräche nach der Rückkehr aus Krankheit. Erst ab der dritten Kategorie. Vorher verstehen es die Leute nicht richtig. Je weiter rechts, umso ausgeprägter der Qualitätsgedanke. Je weiter rechts, umso mehr achten die Menschen automatisch auf sich und auf andere. Je weiter rechts, umso höher die Eigeninitiative in der Belegschaft. Je weiter rechts, desto erfolgreicher sind Systeme wie STOP zum Beispiel. Eine kennt das wahrscheinlich von euch, ein Dupont-System, welches Dupont verkauft. Meine Erfahrung ist, zu früh eingesetzt, absolut kontraproduktiv. Es wirkt als Überwachungssystem, es wird als ein System zur bewussten Denunziation empfunden von den Leuten. Dadurch zerstörst du dir deine Kultur. Also heißt für uns, mach dir klar, wo du stehst in der Breitling-Kurve. Entscheide dann in Abhängigkeit dessen, wo du stehst, was für dich weitere Wege sind. Ich erwähne es nochmal, in meinem Buch Kulturwandel findet ihr diese Gedanken ausführlich in 6 Kapiteln beschrieben. Dort kriegt ihr ausführliches Tiefenwissen dazu. Wenn ihr jetzt diese Dinge und noch viele andere Punkte, wie wir erfolgreich Einfluss nehmen, wie du den Kulturwandel im Unternehmen wirklich voranbringen kannst, noch genauer wissen wollt, ist meine Empfehlung, meldet euch an in meiner Akademie für die Ausbildung zum Safety Culture Manager. Dort seid ihr 100% richtig, genau richtig und habt dann im Anschluss all das Know-how, werdet spüren, wie es sich anfühlt, wenn man erfolgreich Prozesse umsetzen kann. Das macht dann richtig Spaß. Und in diesem Sinne, passt auf euch auf, alles Gute und bis demnächst.